Ja, ist eine komplexe Sache, finde ich, eine schwierige Sache, das jetzt auch so zu bewerten nach ein paar Monaten. An sich ist es natürlich gut, wenn Fehlentscheidungen minimiert werden oder es gar keine Fehlentscheidungen mehr gibt. Das würde ich begrüßen oder das begrüße ich. Allerdings ist es die Umsetzung mit dem ganzen Theater auch drumherum. Der eine wird abgesetzt, weil er Fan von der Mannschaft ist, oder wir stehen beim Elfmeter wie in Köln jetzt und warten 2,5 Minuten. Das ist die Umsetzung, ist einfach nicht optimal. Aber ich denke, man sollte den Schiedsrichtern da noch ein bisschen Zeit geben. Und am Ende der Saison müssen wir dann ein Fazit ziehen. Und wenn es gut ist, machen wir weiter. Aber wenn es schlecht ist, sollte man das Ding auch einstampfen. Wie gesagt, Umsetzung eine Katastrophe. Ja, ich glaube, Videobeweis kann ich mich fast anschließen, was Sandro gesagt hat. Ja, also Fußball sind für mich Emotionen und natürlich in Fehlentscheidungen gehören irgendwo dazu. Ja, und wenn man sie minimieren kann, ist aber auch gut. Aber momentan habe ich das Gefühl, sowohl in Deutschland, aber auch in der Serie A, dass die Schiedsrichter überfordert sind, dass sie gar nicht mehr wissen, okay, pfeife ich jetzt oder pfeife ich nicht und kommt jetzt der Videobeweis oder kommt er nicht? Teilweise greift er nicht ein, obwohl es ein klarer Elfmeter ist. Also es ist ein großes Wirrwarr. Auch bei man sieht mal, wenn bei gewissen Spielern, wenn sie Tore schießen, dann wissen sie gar nicht, jubel ich jetzt oder jubel ich nicht. Also es geht extrem viel Emotionen und auch extrem viel Leidenschaft in dem Spiel verloren, wofür der Fußball letztendlich ja auch steht. Ja.